Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute mal wieder was von Playmobil für euch und zwar aus der City Action Serie Die Polizeisperre mit der Seriennummer 6878. Geeignetes Set für Kinder ab 4 Jahren bis ca. 10, darüber hinaus natürlich auch. Und mit dabei sind zwei Polizisten und sogar ein Polizeihund, ein Schäferhund. Ich würde sagen, wir packen das Set einfach mal aus und schauen es uns genauer an. So, hier haben wir einmal die Hundebox. Darin wird der Hund transportiert im Auto. Eine Absperrung. Dann gucken wir mal weiter. Hier haben wir ein paar Sticker mit dem Polizeischriftzug, um dann auch alle möglichen Teile des Sets zu bekleben. Und natürlich die Anleitung. Und hier haben wir dann unsere Polizisten und den Schäferhund. Das sind ja ganz oft Polizeihunde. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn der hier verletzt wäre. Sieht so rötlich aus. Das gucken wir uns gleich mal genauer an. Ich glaube, das war's. Der Karton ist leer. Und wir werden jetzt die Polizeisperre aufbauen. Bei dem Set waren jetzt noch solche Pylonen dabei. Dann ein paar Strafzettel. In Höhe der Strafe, also 5 bis 30 Euro. Davon sind zwei Stück mit dabei. Dann haben wir hier noch Gewehre. Ein paar Handschellen. Das hier ist die Klappe für die Hundebox. Außerdem haben wir noch eine Taschenlampe, ein Funkgerät. Ein Hundenapf, damit der Hund auch immer genügend zu trinken hat. Und ein solches kleines Teil hier. Keine Ahnung, was das hier ist. Vielleicht habt ihr eine Idee. Auf jeden Fall ist jetzt unsere Polizeisperre fast komplett. Das hier ist auch noch sehr interessant. Das ist ein Band und da sind Zacken drauf. Und das stoppt die Autofahrer oder auch Motorradfahrer, LKW-Fahrer, irgendwelche Fahrzeuge daran, über die Sperre zu fahren. Denn wenn sie über diese Dornen oder diese Stacheln hier fahren, dann platzt der Reifen und die Fahrzeuge können nicht weiterfahren. Auch noch sehr, sehr interessant. Das legen wir einfach mal hier vorne hin. Und dann ist unsere Polizeisperre auch schon komplett. Die Polizeisperre von Playmobil sieht nach einer Geschwindigkeitskontrolle aus. Hier haben wir einen Blitzer. Mit dem Gerät kann die Polizei feststellen, wie schnell man gefahren ist. Und wenn man zu schnell gefahren ist, wird man geblitzt und von der Polizei auch gleich aus dem Verkehr gezogen mit dieser Kelle, wo halt Polizei draufsteht. Dann haben wir hier noch einen Hund. Der kann die Autos dann durchsuchen oder durchschnüffeln.
In jedem Fall gibt es hier einen Strafzettel mit einem Bußgeld. Und wenn man abhauen will, dann werden einem die Reifen zerstochen mit so einem Dornenband oder Nagelbrett. Wirklich sehr interessant, dass dieses Detail hier dabei gewesen ist. Mir hat das Set richtig gut gefallen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir, wie gesagt, nette Kommentare und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!